mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Und heute ist der Tag. 28% läuft schon seit gestern Abend noch bis heute. 18 Uhr nur, 28% bei vielleicht 28 Grad für 28 Stunden bis heute Abend, Samstag 18 Uhr mit dem Code 28 Grad, ohne Leerzeichen auf liebeschipp.de. Gilt für praktisch alle Kurse, ich glaube nur diese monatlich sich verlängernden Sachen nicht. Haut rein, holt euch den Kuchen und ja, heute haben wir das schöne Thema. Der höher schwingende Liebeschip, mach, was dir gut tut. Ja, es ist so ein bisschen mal allgemeiner gesprochen. Und zwar geht es um das Thema, dass wenn wir einen Liebeschip haben, der eben noch in diesem Täter-Opfer-Modus ist, was bisher bei ganz vielen Menschen war, hoffentlich jetzt zunehmend weniger, Täter-Opfer-Beziehung, das heißt, du bist ein Pluspol, du bist ein Minuspol, du wechselst, du musst vielleicht auch mal von einer Beziehung so, eine so leiden, es ist Drama, on-off, Narzissmus, Co-Abhängigkeit, Dreiecksbeziehung, Fremdgehen, Drama, dieser ganze Kram. Insbesondere, wenn es dann so richtig voll toxische Beziehungen sind, wenn du dich fragst, was ist denn eine toxische Beziehung, schau mal in mein Video 25 Zeichen, dass du in einer toxischen Beziehung bist. Ich werde die auch nochmal alle neu verlinken, vielleicht siehst du es da oben gerade schon, aber vielleicht auch noch nicht. Also, wenn dein Liebeschip darauf programmiert ist, wer hat den programmiert? Ja, keine Ahnung. Deine Biografie, Genetik vielleicht manchmal sogar, ich habe keine, was, whatever, ist auch wurscht. Also wenn der so ist, dann ist das, ja, verlaufen diese Beziehungen, das werden die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, verlaufen wie auf Schienen, die verlaufen immer gleich, ne? Es ist total deprimierend, verlaufen immer gleich und ja, auf eine Art liegt man wie in Ketten irgendwie, ne? Das ist, also man ist eigentlich nicht wirklich frei, man agiert von Hormonen und Angst und was weiß ich was getrieben und trifft dabei, ist im Schmerzkörper und trifft dabei nicht nur nicht die besten Entscheidungen, sondern auch ja, oft immer die gleichen Entscheidungen so, ne? Wenn man jetzt aber an dem Punkt gekommen ist, wo sich das Rad so langsam dreht. Ich will jetzt, also nach oben ist da, glaube ich, auch ganz viel Luft, habe ich auch noch nicht erforscht, aber wenn der Liebeschip sich jetzt bessert, diese Täter-Opfer-Ebene verlässt, man mehr in echtes Miteinander kommt, diese ganze Manipuliererei aufhört, dieses ganze co-abhängige Erleiden von irgendeinem Scheiß, keine Grenzen haben, wenn das aufhört, was echt schwierig genug ist, wo ich auch hoffe, euch helfen zu können in meinen Kursen und Videos, dann ist es ein ganz anderes Spiel. Und dann kommen wir, wie auch immer man das jetzt nennt, in höher schwingende Sachen rein. Und dann entsteht nach meinem Gefühl, eine Freiheit, wie man sie vielleicht dachte, vorher auch schon zu haben, aber ich glaube, aber da merkt man, hatte sie eigentlich vorher nicht. Man kommt in mehr Freiheit rein und hat meiner Ansicht nach, aber kann ich jetzt sehen, wie der will, dann erst eine Chance, dann hat man die Möglichkeit, wirklich zu gucken, was will ich jetzt eigentlich, was tut mir gut, was möchte ich jetzt, kann das hat vielleicht auch ein Partner, mit dem man das entsprechend kommunizieren kann, dann kriegt auch vernünftige Antworten, oder ist vielleicht Single und sagt sich ja, oder wie gesagt, aus dieser Sicherheit, die man mit sich hat, kann man auch Entscheidungen lockerer treffen, also diese ganzen Sachen, die ich immer so empfehle, sind vor allen Dingen, damit man aus diesen Täter-Opfer-Beziehungen rausfindet, also wenn man da einmal rausgefunden hat, dann kann man auch wieder lockerer sein und kann, also wenn man da überhaupt noch Bock drauf hat, also vielleicht in der Regel nicht mehr, kann man schon mehr überlegen, was tut mir eigentlich gut und kann jeden Tag neu entscheiden, kann sich jeden Tag neu empfinden, aber dafür braucht man so eine gewisse Freiheit. Man braucht eine gewisse Freiheit und die hat man erst, wenn man aus diesen Mustern ausgestiegen ist. So, ne? Und wenn ihr euch da noch nicht rausfühlt, arbeitet an euch. Wenn ihr euch da schon rausfühlt,
Ja, dann ist es, ich glaube, die neue Aufgabe ist dann zu überlegen, immer wieder zu überlegen, also auch gerade aus diesen Mustern rauszukommen, dass ich immer, was weiß ich, jetzt nochmal die Analogie mit Essen nimmt. Ich nehme mal, ich habe mein Leben lang immer morgens Nutella-Brot gegessen, also jetzt nichts gegen Nutella, liebe ich, also, aber dann kommt man erst in diese Freiheit rein zu überlegen, ja, möchte ich jetzt heute ein Nutella-Brot oder möchte ich kein Nutella-Brot oder möchte ich ein Brot mit Spiegelei oder möchte ich eine rohe Paprika oder ich meine, ich rede jetzt auch gar nicht von gesundem Essen versus nicht gesundem Essen, meine ich jetzt heute mal einmal nicht, sondern ich rede davon, dass man erst dann die Möglichkeit hat, wirklich in sich reinzuhorchen, was möchte ich eigentlich wirklich, weil ansonsten, man denkt zwar, man hört in sich rein, aber man hört auch vor allen Dingen auf die ganzen ja, Beziehungsangstmuster, auf die, diese ganzen Muster, die man erlernt hat, die man wieder abspult, innere Kind, Ego. Und ja, dann kommt man in Bereiche, wo man ja wirklich, wo es eben nicht mehr wie auf Schienen läuft, sondern wo wirklich so eine Co-Kreation möglich ist. Ne? Also Jörg Willi, so das Urgestein der Paartherapie, wird das mal genannt, die Co-Evolution des Paares. Wo, ich glaube, das ist nicht möglich in diesem Täter-Opfer- oder also nicht so, wie ich es verstehe, ist es, glaube ich, nicht möglich in diesen Täter-Opfer-Beziehungen, weil man sich ständig nur an um die Ohren ballert irgendwie, auch beide unter Umständen. Und klar könnte man sich da theoretisch gemeinsam rausentwickeln, ist vielleicht auch in manchen Beziehungen möglich, aber in vielen, wie ich ja immer wieder sage, eben auch nicht. Und da sollte man es vielleicht auch, manche Beziehungen sollte man es vielleicht auch erst gar nicht versuchen, aber muss natürlich jeder selber wissen. Kann man erst wirklich ja, zusammen überlegen, was wollen wir jetzt eigentlich, was will ich, was möchte ich heute, was möchte ich morgen, und kommt meiner Ansicht nach in eine größere Freiheit rein. Ne? So, was vielleicht auch wieder. Nicht, dass dieser Zustand nicht auch Herausforderungen hat, aber ja, ich das, also das finde ich gerade total spannend und ich bin total gespannt, was dann vielleicht danach kommt. Keine Ahnung. Ja, hoffe, war verständlich. Also der Datingkurs für die Damen geht ja übrigens auch. Wann bringe ich das Video raus? Ja, der geht heute los. Haut rein. Ich finde das richtig cool geworden. Und ja, wir werden es bald wiedersehen.